ein schwarzes, super. Ist zwar ein Männchen, aber noch ein schwarzes. Ein Weibchen, cool. Für das kriege ich 2500, für so ein normales. Und für so ein krieg ich schon mehr. Das Doppelte. Das ist 27, 26, 28. Das heißt, eigentlich müsste ich den verkaufen. Drei, nein. Das ist 4. Und das ist 3. Perfekt. Da sieht man jetzt auch den Unterschied. Aha, okay. So, schon wieder zu viel. Die kriegt Junge und so das da. Normales Holsteinrind, okay, das ist dann das da. Ja, alles erledigt, passt. So, voilà. Jetzt widmen wir uns mal wieder diesem Problem hier. Das gefällt mir gar nicht. So. Was werde ich daran pflanzen? Reh, Elch, Hyäne. Hyäne wird halt besser zu den Elefanten passen. Gnu haben wir schon. Haben wir alles schon. Flusspferd. Würde auch sehr gut herpassen. Nee. Wie viel bräuchte ich für ein Brustpferd? Wie groß ist das? Auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur das. Das da. Aber auch zu wenig. So. Zu wenig Schlamm. So. Was brauchen die für einen Untergrund? Wasser, Grünfutter, Schwimmen, Bodenhärte 0 bis 65. Hä? Richtig so. Hallo, da ist aber schon das.
Verarsch mich nicht. Ich mag nicht verarscht werden. Schon wieder. Nee, das ist 6. Und kratzt dich an was, damit ich dich endlich verkaufen kann. Jo. Passt. So. Die ist nicht zu sehen, die Kuh. Ach, geil. Wieso sieht man die Kuh nicht? Oh. Tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Könnte ich rein theoretisch irgendwas mit Wasser ransetzen? Ah, Babykrokodil. Ups, ich wollte das gar nicht setzen. Ich wollte eigentlich... Nein. So. Fast. So. Ups. Ich befürchte, dass das nicht funktionieren wird. Ich brauche einen größeren. Also. Verdammt. Schon wieder das Wasserproblem. Ah.
Apropos, die brauchen kein Wasser? Tatsächlich. Die decken das wahrscheinlich über den Bambus. Wieso klappt das nie? Ups.